Ja, wie schon so richtig gesagt, also es gibt letztendlich eine Sache, die man wissen muss, um Zwei-Pol-Theorie vernünftig anzuwenden, nämlich dass man eine reale Spannungsquelle, also eine Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand, dass man die umwandeln kann, wenn einen eben nur das Verhalten an den beiden Klemmen hier interessiert. Also ich habe hier eine Spannung an den Klemmen, die nenne ich mal U, und einen Strom, der möglicherweise aus den Klemmen rausfließt, wenn ich jetzt hier noch irgendwas anschließen würde. Ja, und diese Quelle, die hat halt eine Leerlaufspannung, die nenne ich mal UQ, und einen Innenwiderstand, den nenne ich jetzt mal einfach R. Dass man diese Spannungsquelle, wenn einen eben nur das Verhältnis hier an den Klemmen interessiert, vollkommen äquivalent umwandeln kann in eine Stromquelle, und zwar eine Stromquelle mit Parallelwiderstand, eben eine reale Stromquelle. Und die hat dann eben auch hier drüben diese beiden Klemmen. Und dann habe ich an den Klemmen auch eine Spannung U, und hier könnte auch, wenn ich da jetzt was anschließe, eben ein Strom I fließen. So, und aus Sicht dieser beiden Klemmen, also ich mache jetzt mal hier so in Grau, ne, ich schließe jetzt mal hier noch mal irgendwie was an, halt einen Widerstand oder sozusagen irgendeine andere Schaltung. Ne, also wenn ich jetzt hier noch einen Widerstand anschließe, dann habe ich über dem Widerstand ja auch eine Spannung U, und dann kann da halt dieser Strom I fließen. So, und im Verhältnis oder in Bezug auf diese Klemmen verhalten sich diese beiden Spannungen genau gleich, wenn dieser Widerstand hier der gleiche ist. Also wenn ich hier einfach einen reinen Widerstand habe, dann muss das hier der gleiche Widerstand als Parallelwiderstand sein. Wenn der Spannungspfeil nach unten zeigt und der Strompfeil nach oben zeigt, und wenn eben gilt, dass diese Quellspannung UQ genauso groß ist wie R mal IQ, ja, wie der Strom und der Widerstand hier, oder wenn ich eben IQ ausrechne, oh, ich mache das mal. Die Tastatur, also irgendwas ist immer noch hier mit dieser Funkstrecke nicht in Ordnung. Ja, und dann kommen auf einmal alle Tastendrücke, die man in den letzten 10 Sekunden gemacht hat, auf einmal. Also wenn wir diesen Strom IQ ausrechnen aus UQ durch R. Also wenn ich den Strom und den Widerstand hier weiß, klar, dann weiß ich auch diesen Widerstand hier, dann kann ich diese Spannung ausrechnen. Wenn ich diese Spannung und den Widerstand weiß, dann weiß ich auch den Widerstand, kann auch diesen Strom hier ausrechnen. Das ist sozusagen das, was man wissen muss. Wir können eine reale Spannungsquelle in eine reale Stromquelle umwandeln, oder wir können eine reale Stromquelle in eine reale Spannungsquelle umwandeln. So, das ist ja, bringt jetzt ja erstmal noch nicht so wahnsinnig viel Vorteil. Der Vorteil kommt jetzt dadurch zustande, indem man sagt, wenn ich zwei solcher Spannungsquellen in Reihe schalte, ja, ich mache das jetzt mal hier unten so ein bisschen, also wenn ich eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand und dann eben noch eine Spannungsquelle mit noch einem Reihenwiderstand in Reihe schalte. Und das nenne ich mal UQ1 und UQ2 und diesen Widerstand R1 und R2. Dann kann ich das vereinfachen, indem man was macht. Dass man einfach die Spannung zusammenfasst und in dem Fall eben einfach addiert. Also ich kann diese beiden Quellen zusammenfassen zu einer Quelle UQ, die sich ergibt aus UQ1 plus UQ2. Und genauso kann ich die beiden Widerstände, die ja auch einfach in Reihe geschaltet sind, zusammenfassen zu einem neuen Widerstand R. Und auch der ergibt sich. Genau, einfach als Addition der beiden R1 plus R2. So, und das ist sozusagen der Benefit, der Vorteil, den einem die Zweipoltheorie bringt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, also wir haben hier oben Quellen, die werden wir jetzt gleich ineinander umwandeln. Und zwar so, dass ich dann zum Beispiel Spannungsquellen in Reihe schalten kann, weil dann vereinfacht sich was. Ja. Wenn wir in diesen Schaltungen alles Spannungsquellen hätten, würden wir trotzdem so machen oder lassen wir Naja, das das? hängt jetzt eben davon, also wie wir die in welche Richtung wie umformen,
Und umrechnen hängt davon ab, wie die zusammengeschaltet sind. Ja, so dass man die eben zusammenfassen kann. Also wir müssen jetzt hier oben gleich mal dann scharf draufschauen und gucken, was ist, also was wollen wir überhaupt haben und was ist dann aus Sicht dieses Stromes, den wir haben wollen. Das ist hier der Strom I2. Wie sind dann die restlichen Quellen miteinander verschaltet und die dann so umwandeln, dass da zum Beispiel in Reihe geschaltete Quellen, dass wir die in Spannungsquellen umwandeln, weil dann können wir die halt einfach zusammenfassen. So, und genauso, wenn wir jetzt eben zwei Stromquellen parallel haben, also ich mache das jetzt mal so, eine Stromquelle mit eben diesem Parallelwiderstand und da ist jetzt noch eine zweite Stromquelle zu parallel mit einem weiteren Parallelwiderstand. Ah, und jetzt interessiert mich hier wieder halt das Verhältnis oder das Verhalten an den Klemmen. Ich ergänze hier mal noch rasch diese Lötpunkte hier so mehr oder weniger. Ja, also hier habe ich das ja auch. Hier interessiert mich jetzt eben das Verhältnis an diesen Klemmen hier außen. Und wenn mich jetzt genauso das Verhalten an den beiden Klemmen hier außen interessiert, dann kann ich auch diese beiden Stromquellen, die ja parallel geschaltet sind, zusammenfassen zu einer Stromquelle und ich kann diese beiden Widerstände zusammenfassen zu einem Widerstand, weil die ja auch einfach parallel geschaltet sind. Und dann wird sich an diesen Klemmen, also nicht im Detail, aber an diesen Klemmen diese Schaltung genauso verhalten. Ja, und jetzt nenne ich die halt auch wieder irgendwie IQ1 und IQ2, um das mal dahin zu schreiben. Das ist IQ1, das ist IQ2, das ist der Widerstand R1, das ist der Widerstand R2 und dann ergibt sich hier die Gesamtquelle ja, aus IQ1 parallel zu IQ2. Naja, aber IQ1 parallel zu IQ2 ist jetzt so keine so richtig gute Idee, das so hinzuschreiben. Also ich würde jetzt in dem Fall, ich würde auch einfach Plus schreiben, ja, und sagen, das ist IQ1 plus IQ2. So, und bei den Widerständen, genau, die sind parallel. Und alternativ könnte man eben schreiben, wenn ich das mit Leitwerten hinschreibe, dass sich jetzt die Leitwerte eben ergeben aus G1 plus G2 auf diese Art und Weise. Ja, in der Reihenschaltung werden die Widerstände addiert und die Spannungsquellen addiert. In der Parallelschaltung kann ich die Stromquellen addieren, weil da steckt ja ein Knotensatz dahinter. Ne? Hier habe ich jetzt ja im Prinzip einfach nur einen Maschensatz aufgeschrieben hier unten. Das ist ein Maschensatz, das ist ein Knotensatz. Hier steckt letztendlich auch der Maschensatz drin, wie man Widerstände in Reihe geschaltete Widerstände zusammenfasst. Hier steckt auch ein Knotensatz drin, wie man parallel geschaltete Widerstände oder eben deren Leitwerte zusammenfasst. Ich mache mal hier die 1 noch ein bisschen schicker. So, und damit können wir jetzt weitermachen und können hier oben auf diese Schaltung so ein bisschen schauen. So, ich probiere jetzt mal eine andere Farbe zu nehmen und mache das jetzt, also der Trick ist jetzt wieder vielleicht, um zu erkennen, was denn zu wem in Reihe und was zu wem parallel geschaltet ist, zeichnen wir die Schaltung ein bisschen um. Und ich nehme erstmal noch wieder schwarz. So, also wir zeichnen jetzt die Schaltung um und wir wollen ja den Strom hier I2 wissen, der durch diesen Widerstand fließt. Jetzt denken wir uns diesen Widerstand erstmal weg. Ja? Ich streiche den mal so durch. Den denken wir uns jetzt weg und dann haben wir diese Klemme hier und diese Klemme hier, an die ja dieser Widerstand mal angeschlossen war. Und jetzt nenne ich die wieder irgendwie so, das nenne ich mal A, Knoten A und das hier nenne ich Knoten B. Und jetzt versuchen wir mal, den Rest der Schaltung so aufzuschreiben, dass halt hier oben, dass das Klemme A ist und dass hier unten Klemme B ist. Und hier zwischen wäre dann ja wieder, jetzt wieder rangedacht, wäre halt dieser Widerstand R2, ja, den wir jetzt gedanklich abgetrennt haben. Und der Strom, den wir suchen, der fließt von Knoten A zu Knoten B, der fließt halt auch in diese Richtung. So. Und jetzt versuchen wir, den Rest der Schaltung mal irgendwie so aufzuzeichnen. Das ist ja hier wieder so ein bisschen konfus und schwierig. Ne? Die Schwierigkeit ist eigentlich wieder zu erkennen, was ist zu wem in Reihe geschaltet, was ist zu wem parallel geschaltet.
Und damit man das besser erkennt, zeichnen wir es so ein bisschen um. So, und ich fange jetzt mal an. Also am Knoten A, und wir zeichnen es so um, dass die Quellen im Idealfall alle nur in eine Richtung zeigen. Das ist jetzt hier ein bisschen, das kann jetzt ein bisschen klein werden, meine Skizze. Ne? So, aber also vom Knoten A, ich mache jetzt mal hier so blau, haben wir hier so diesen Zweig. Ne? Der geht dann zum, den Knoten, den ich mag, das ist ja auch Knoten B. Ah, okay, das ist eigentlich schon Knoten B. Ja, da bin ich ja schon wieder hier unten angekommen. Okay, also diesen blauen Zweig, der sieht jetzt letztendlich so aus. Der geht von A hier los, dann habe ich diese Quelle UQ3 und dann habe ich diesen Widerstand R3 und dann bin ich schon wieder unten bei B angekommen. Ja, jetzt habe ich diesen blauen Zweig hier abgemalt. Schreibe ich nochmal dran. Quelle UQ3 zeigt nach oben. Das ist UQ3 und das hier ist der Widerstand R3. So, und dann kann ich von B, jetzt müssen wir mal in die andere Richtung gucken. Jetzt kann ich halt vom Knoten A, das machen wir hier mal in Rot, kann ich diesen Weg hier langlaufen zu diesem Knoten hier, den nenne ich Knoten C. Das ist der Knoten C. Und da laufe ich über die Quelle UQ2. Also das zeichne ich jetzt auch mal in Rot ein. Wenn ich von Knoten A loslaufe, habe ich die Quelle UQ2 und da laufe ich in die richtige Richtung, da laufe ich mit und dann bin ich eben an diesem Knoten C angekommen, der hier ist. So, und dann können wir gucken, jetzt, wie komme ich jetzt vom Knoten C zum Knoten B? Ja, einmal hier unten lang. Ja, also jetzt teilt sich das auf. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal hier lang laufen. Da laufe ich dieser Quelle IQ entgegen. Also ich kann einmal über diese Stromquelle laufen. Dann komme ich beim Knoten B an. Und ich laufe der Stromquelle entgegen. Ja, die zeigt vom Knoten B zum Knoten C. Deswegen muss das jetzt hier drüben nach oben zeigen, dieser Pfad. Oder jetzt nehme ich mal hier hellblau als Farbe, oder ich kann ja diesen Pfad hier langlaufen und das wäre eben, ich laufe auch der Quelle UQ1 entgegen und dem Widerstand R1 noch lang. Ne? Das muss ich jetzt gleich mal in einer anderen Farbe hier ergänzen. So, also das wäre, ich laufe UQ, das ist UQ1 entgegen und das hier wäre der Widerstand R1. So, und dann komme ich auch wieder an B an. Das hier unten ist alles Knoten B, Knoten B. Das hier ist Knoten C, hier oben gibt es noch einen Lötpunkt, das ist auch Knoten A. So, und jetzt ist das genau die gleiche Schaltung wie die hier drüben, sieht nur ein bisschen anders aus. Und warum habe ich die jetzt umgezeichnet? Jetzt zeigen alle Quellen nur nach oben und nach unten. Und wir sehen super, was zu wem in Reihe und parallel ist. Also die beiden Sachen hier, der grüne Pfad und der blaue Pfad, die sind parallel. Dann zu dem in Reihe geschaltet ist die Quelle UQ2 und zu diesem ganzen Teil parallel geschaltet ist dieser blaue Pfad, ist das hier oben. Und ich meine, wenn man das jetzt so ein bisschen weiß und scharf hier auf die drauf schaut, sieht man das natürlich auch. Also dieser Zweig und dieser Zweig, die sind parallel geschaltet. Ja, zu dem in Reihe ist der und zu diesem ganzen hier ist das hier oben parallel. Sieht man vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ist im Prinzip so da. So, und jetzt, ich versuche jetzt mal super klein zu zeichnen, die weitere Sache, damit wir das hier irgendwie alles auf das eine Blatt hier drauf bekommen. So, also was würden wir jetzt machen? Wie ist jetzt die Strategie? Was ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen müssen, damit wir das hier unten ausnutzen können? Also jetzt sollen wir die Stromquellen, die parallel zu Widerstand sind, wandeln zu Spannquellen. Genau, also wir würden jetzt diese Spannungsquelle hier, die ist ja parallel zu dieser Stromquelle. Mhm. Wenn wir diese Spannungsquelle in eine Stromquelle umwandeln, dann haben wir genau wie unten zwei Stromquellen parallel, dann können wir die zusammenfassen. Ja.
Und dann haben wir hier eine Stromquelle. Die Stromquelle wandeln wir in eine Spannungsquelle um. Dann können wir die mit dieser Spannungsquelle hier zusammenfassen, weil dann haben wir zwei Spannungsquellen, die in Reihe sind. Und dann wandeln wir diese Spannungsquelle und diese Spannungsquelle jeweils wieder in Stromquellen um. Und dann haben wir wieder zwei Stromquellen parallel, so wie hier. Und dann können wir das zu einer Quelle zusammenfassen. Und dann können wir vielleicht ganz im allerletzten Schritt das nochmal in eine Spannungsquelle umwandeln, weil dann haben wir einfach sowas wie einen Parallelschwingkreis und können das, kein Parallelschwingkreis, einen Grundstromkreis und können das mit einem Grundstromkreis rechnen. Also, ich überlege, wie ich das jetzt geschickt mache. Ich will es nicht als abzeichnen, ich zeichne jetzt mal nur diesen Teil ab. Ne? Also wir nehmen jetzt diese grüne Stromquelle, IQ, die zeigt nach oben und ist an diesen Knoten C angeschlossen. Das ist der Knoten C. Und parallel dazu haben wir diese Spannungsquelle mit UQ1 und R1, die wandeln wir jetzt auch in eine Stromquelle um. Also mache ich daraus eine Stromquelle mit Parallelwiderstand. So, und dann ist das hier unten verbunden. Das hier ist alles der Knoten B. Hier ist auch ein Lötpunkt. Jetzt nehme ich wieder den dünneren Stift. Hier zeigt die Spannungsquelle nach oben. In welche Richtung zeigt also die Stromquelle? Richtung C. Nee, also genau entgegengesetzt nach unten. Ja, wenn die hier nach unten zeigt, zeigt die Stromquelle nach oben und umgekehrt. So, und das ist immer noch der Widerstand R1. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt muss ich mal kurz zurückgehen auf das Aufgabenheft. Hier sind jetzt leider keine Werte gegeben, ne? Das können wir nur allgemein machen. Ja gut, da müssen wir das jetzt als Formel halt hinschreiben, das kriegen wir aber auch hin. Also, dann steht da, wir fassen das jetzt zusammen. Da nehme ich jetzt mal halt grün als Farbe hier, grün gewinnt. Ja. Also wir machen daraus jetzt eine Stromquelle. Ich vermute, dass ich das nicht alles auf diese eine Folie hier bekomme, aber das ist auch egal. Eine Stromquelle mit einem Widerstand zwischen den Knoten B und C. Und die lasse ich jetzt nach oben fließen. So, der Widerstand hier ist einfach der Widerstand R1. Hier ist ja kein zweiter, der parallel ist. Ja? Und diese Quelle hier, die nenne ich jetzt, weiß nicht, was haben wir denn gemacht? Wir haben IQ und UQ1 zusammengefasst. Die nenne ich jetzt IQ1. Ob das jetzt schlau ist oder nicht, sei mal hingestellt. Aber irgendeinen Namen müssen wir dir geben. So, und IQ1 kann ich jetzt wie ausrechnen? Wie kann ich diese beiden Quellen zu dieser einen Quelle zusammenfassen? Ja, genau. Also addieren, einfach Knotensatz anwenden und die zeigen jetzt in unterschiedliche Richtungen. Also muss ich rechnen IQ, ne, die in die gleiche Richtung fließt, minus diese hier, minus IUQ1. So, und die müssten wir hier noch ausrechnen. IUQ1. Wie kriegen wir die raus? IUQ1 ergibt sich aus. Und die Lösung dafür steht eigentlich hier unten. Ja. Ja, wir wissen die Spannungsquelle, wir wissen den Widerstand, dann können wir halt auf diese Art und Weise die Stromquelle da ausrechnen. Das ist UQ1 durch R1. Und das können wir jetzt halt nehmen und können das schlussendlich hier hinten einsetzen. So, okay, dann haben wir diese Quelle. Jetzt machen wir im Prinzip gleich weiter und wandeln diese Quelle um, weil die jetzt ja in Reihe geschaltet ist zu der Spannungsquelle hier, wandeln die um in eine Spannungsquelle. Also machen daraus eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Und diese Spannungsquelle mit dem Reihenwiderstand ist dann immer noch angeschlossen zwischen dem Knoten C und dem Knoten B. Hier zeigt die Stromquelle nach oben, also zeigt die Spannungsquelle nach unten. Der Widerstand heißt R1, dann heißt der Widerstand immer noch R1. Das nenne ich jetzt, ich nenne das mal UQ-Ersatz 1, Ersatzquellspannung. So, und diese Ersatzquellspannung, die kriegen wir einfach raus. Die ist gleich, Lösung steht hier drüben,
R mal IQ. Das ist einfach R1 in dem Fall mal diese Quelle, die wir hatten, mal das IQ1. So, dann haben wir das in der Form. Ja, einfach jetzt wieder zurückgewandelt. So, jetzt kommt zu dieser Quelle die Quelle UQ2 dazu. Hätte ich jetzt hier vielleicht irgendwie anders zeichnen können, um das gleich zu ergänzen. Weiß nicht, wie ich das jetzt geschickt aufschreibe. Ich mache das jetzt mal halt so. Ja doch, also ich zeichne das mal. Jetzt kommt halt zu dem, machen wir mal stückchenweise, zu dem kommt jetzt das UQ2 hinzu. Und dann habe ich eben immer noch das, was ich hier gerade schon hatte, ein UQ-Ersatz 1 und diesen Widerstand R1. Das ist das R1, das ist das UQ-Ersatz 1. Und da kommt jetzt die rote Schaltung, das UQ2, dazu. So, das hier ganz oben ist jetzt schon der Knoten A. Das hier in der Mitte, das war der Knoten C, das hier unten ist der Knoten B. Was machen wir jetzt, um das zu vereinfachen? Die Spannungsquellen zusammen addieren. Genau das, was hier unten steht. Wenn ich in Reihe geschaltete Spannungsquellen habe, kann ich die Spannungsquellen addieren. Das heißt, da kommt eine neue Schaltung raus. Ja, und das ist jetzt tatsächlich die Frage, wie man das, also eigentlich ist so ein bisschen die Frage, wie man das geschickt aufschreibt. Damit man hier nicht so viel Rechenaufwand hat. Aber so, machen wir das mal stückchenweise. Jetzt nehme ich halt rot. Jetzt gewinnt man diese rote Farbe. Also fasse ich das zusammen zu einer Spannungsquelle wieder mit einem Widerstand, die dann zwischen dem Knoten A und dem Knoten B angeschlossen ist. So, und die Quelle hier nenne ich jetzt UQ-Ersatz 2. Und die ergibt sich einfach aus dem UQ2 plus UQ-Ersatz 1. Und der Widerstand hier unten ist immer noch der Widerstand R1. Ja? So, jetzt haben wir halt diesen ganzen Teil hier zusammengefasst. Jetzt wäre es ja als nächstes schlau, weil dieser Teil jetzt mit dem blauen Teil parallel geschaltet ist, das wieder umzuwandeln mit der Geschichte in eine Stromquelle. Also wandeln wir das um in eine Stromquelle. Und machen daraus eben, versuche das mal gleich jetzt noch, ich nehme jetzt mal eine neue Seite. Also wir machen daraus jetzt eine Stromquelle. Mit einem Parallelwiderstand. Eine Stromquelle. Und ein Parallelwiderstand. Der Widerstand ist jetzt immer noch, bisher war ja irgendwie nur der eine Widerstand beteiligt, das ist jetzt immer noch der Widerstand R1. Die Quelle, wenn wir eben geschaut haben, die Spannungsquelle zeigte nach unten, also muss jetzt die Stromquelle nach oben zeigen. Und diese Stromquelle nenne ich jetzt IQ-Ersatz. Und die ergibt sich aus der Formel, die wir eben schon mal hingeschrieben hatten, dem UQ-Ersatz 2 durch immer noch dieser Widerstand R1. So, das ist jetzt dieser dieser Teil der Schaltung, den wir hier drüben haben. Und dazu parallel haben wir jetzt diesen Teil, den müssen wir jetzt auch mal in eine Stromquelle umwandeln. Relativ einfach, die zeigt jetzt halt nach unten, ne? Weil die halt auch in die entgegengesetzte Richtung zeigen muss, weil die Spannungen in die entgegengesetzte Richtung zeigen müssen, die Ströme natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Also ich kriege das hier nicht mehr koordinativ heute hin. So, also ich muss nämlich hier unten auf die zweite Seite klicken. Und jetzt kommt dieser blaue Teil dazu. Also wieder eine Stromquelle parallel. Die zeigt nach unten. Und auch die hat einen Parallelwiderstand, nämlich in dem Fall jetzt den Widerstand R3. So.
Das hier oben ist, wenn ich mich recht erinnere, immer noch der Knoten A. Das hier unten ist immer noch der Knoten B. Und diese Quelle hier, die nenne ich jetzt IQ3, ergibt sich aus UQ3 geteilt durch R3, geteilt durch diesen Widerstand. So, das können wir jetzt, und jetzt gewinnt mal die Farbe Blau, immer die, die wir irgendwie als letztes dazugeschaltet haben. Das können wir jetzt natürlich jetzt wieder zusammenfassen zu einer Stromquelle mit einem Parallelwiderstand, also eine Quelle mit einem Parallelwiderstand. Und dann können wir uns überlegen, ob wir da jetzt dann letztendlich gleich den Widerstand R2, den wir abgetrennt haben, dort jetzt wieder anschließen und den Restteil zum Beispiel einfach mit der Stromteilerregel rechnen. Könnte man so machen. Wir können auch noch einen Zwischenschritt machen. Am Ende sollte halt natürlich eigentlich irgendwie genau das Gleiche bei rauskommen. So, jetzt lege ich das mal wieder so fest, dass diese Quelle hier jetzt nach oben zeigt. Und den Widerstand hier nenne ich R13, weil wir ja da die Widerstände einzelner Reihe zusammengefasst haben. So, dann könnte man erstmal ausrechnen, dieser Widerstand R13 ergibt sich woraus? Was kann ich als Formel hinschreiben? Genau, einfach die Parallelschaltung von beiden, R1 parallel R3. So, und diese Quelle hier nenne ich jetzt IQ Ersatz 3. Und die ergibt sich eben wieder positiv diese Quelle minus diese Quelle, weil die ja in die andere Richtung fließt. Also ist das IQ Ersatz 2 minus IQ 3. So, und das Blöde jetzt hier ist, wir haben keine Zahlenwerte. Ne? Also wir können das ja nur als Formeln hier aufschreiben. Wenn man jetzt Zahlenwerte hätte, könnte man jetzt diese Zahlenwerte halt ein bisschen schöner ausrechnen. So, und das ist halt der Widerstand R2. Und eigentlich sind wir jetzt im Prinzip fertig, weil hier interessiert uns ja dieser Strom, der Strom, der hier in diese Richtung floss. Das war I2. So, wie könnten wir jetzt diesen Strom I2 ausrechnen? Das ist dann mit Stromteiler. Genau, Stromteilerregel. Das ist EQ Ersatz 3 mal R1 2 durch R1 2 plus R2. Genau, also der Gesamtstrom mal der Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Und dann ist das genau die Stromteilerregel. So, oder wir könnten jetzt sagen, wir nehmen jetzt das Blaue hier, ja, und wandeln das nochmal in eine Spannungsquelle um. Also eine Spannungsquelle, ich mache das jetzt mal so, mit Reihenwiderstand, den zeichne ich jetzt mal in diese Richtung und sage, die Spannungsquelle, die muss jetzt, wenn der Strom nach oben zeigt, muss die Spannungsquelle nach unten zeigen. Die nenne ich dann UQ-Ersatz 3. Und die ergibt sich eben aus dem IQ Ersatz 3 mal R13, ne, mal dieser Widerstand hier. Und dann haben wir wieder diese Klemmen. Das war hier immer noch die Klemme A und die Klemme B. Und das ist immer noch die Klemme A und die Klemme B. Und an die schließe ich jetzt wieder den Widerstand R2 an. Und dann interessiert mich immer noch der Strom, der von oben nach unten, in dem Fall vom Knoten A zum Knoten B durch diesen Widerstand R2 durchfließt, der Strom I2. So, und wie könnte man jetzt in dieser Schaltung auf diese Art und Weise den Strom I2 ausrechnen? Also indem man Ersatz rechnet und dann I Ersatz ist gleich O-Ersatz durch L-Ersatz. Genau, also indem wir einfach die Gesamtquellspannung nehmen, das ist jetzt UQ-Ersatz 3 durch den Gesamtwiderstand in dieser Schaltung. Das hier wäre jetzt ja immer noch der Widerstand R13 hier oben und der Gesamtwiderstand in dieser Masche wäre jetzt einfach das R13 plus der Widerstand R2. Ja, und jetzt müsste man im Prinzip in diese Formel alles das einfach nur rückwärtig einsetzen, die ganzen Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben. So, und
letztendlich sind wir jetzt fertig. Ne? Also wir haben jetzt eine Formel da stehen, wo wir, mit dem wir I2 aus, oder zwei Formeln sogar zu stehen, mit denen wir I2 ausrechnen können. Und müssten jetzt einfach nur rückwärts diese ganzen Sachen einsetzen. Das wäre jetzt die, also ne, aber eigentlich ist die Aufgabe jetzt von der Elektrotechnik her fertig. Jetzt müsste man das, könnte man das nur noch von der Mathematik her halt ein bisschen so aufschreiben, dass am Ende halt eine Formel bei rauskommt. Wir können ja mal, ich gehe mal in den Browser und hoffe mal, dass meine Maus jetzt so einigermaßen funktioniert. Wir können ja mal in die Ergebniskontrolle reingucken. Da müsste es ja für die Aufgabe 64 vermutlich eine Formel geben, wo man halt so ungefähr hinkommen sollte. Ha, nämlich diese hier, die hatten wir wahrscheinlich letzte Woche auch schon mal, richtig? Oder die kommt mir doch irgendwie so ein bisschen bekannt vor. So, also jetzt können wir mal wieder gucken, ob und wie wir zu dieser Formel halt hinkommen. Sollte ja so funktionieren, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, ja? Okay, so. Also, schauen wir mal. Jetzt fangen wir wieder am Anfang an. Also IUQ1, da steht ja nur das drin. So, das setzen wir jetzt hier ein. In diesem Sinne schreiben wir jetzt nochmal hier dieses I1 auf. Das schreibe ich jetzt mal hier dahin, wo noch irgendwie ein bisschen Platz ist. Also das IQ1, ich versuche mal auch betont ordentlich zu schreiben, dass wir jetzt hier keinen Fehler machen beim Abschreiben, ist IQ, das IQ minus UQ1 durch R1. Ja, das hier abgeschrieben. So, dann haben wir das IQ1 ja, das IQ1 jetzt genommen und sozusagen hier unten eingesetzt. Ja, und haben einen UQ-Ersatz 1 ausgerechnet. Das UQ-Ersatz 1 ergab sich dann aus R1 mal diesem hier. So, jetzt können wir gucken, dann steht da halt natürlich R1 mal IQ. Und hinten das R1 kürzlich genau weg, also minus UQ1. Ja? So, dann haben wir das UQ-Ersatz 1 genommen und haben das hier eingesetzt. Ja? Dann kam halt ein UQ-Ersatz 2 raus. Das schreibe ich jetzt auch tatsächlich vielleicht mal in Rot hin. Also UQ-Ersatz 2 ergab sich dann aus UQ2 plus diesem UQ-Ersatz 1. Also steht da UQ2 und jetzt drehe ich das mal ein bisschen um, minus UQ1 plus R1 mal IQ. So, das ist hier das UQ-Ersatz 2. Damit haben wir jetzt auf der zweiten Seite weitergemacht. Also das müssen wir uns jetzt mal irgendwie kurz merken. Ja, das haben wir jetzt hier eingesetzt. Also käme da halt raus, IQ-Ersatz 2 ist das, was wir eben hatten. Das war UQ2 minus UQ1. Das beides geteilt durch R1. Ja, und dann hatten wir eben noch hier das IQ mal R1. Wenn ich das wieder durch R1 teile, fällt das R1 weg. Also plus IQ. So, das haben wir genommen und haben das hier eingesetzt und auch noch das IQ3 dort eingesetzt. Das IQ3 steht hier. Also nehme ich jetzt mal blau und schreibe das mal hier hin. Das wäre jetzt also UQ2 minus UQ1 geteilt durch R1 plus IQ1 und dann minus UQ3 durch R3. Ja? So. Und das müssen wir jetzt noch mit dem hier hinten verrechnen. Dafür bräuchten wir jetzt mal noch das R1 parallel R3. Das können wir halt schreiben als R1 mal R3 durch R1 plus R3. So, und letztendlich müssen wir jetzt das alles, ne, jetzt, also das IQ-Ersatz 3 haben wir. Das können wir jetzt von hier dort einsetzen und das R1 mal R3 können wir halt hier und hier einsetzen. Und dann haben wir eine ziemlich lange Formel, wo nur noch
unsere ganzen R1, R2, R3 und die Quellen drin vorkommen. Ja, einfach nur alles rückwärtig eingesetzt. So, also, lange Formel. Ich überlege, wie ich das am geschicktesten schreibe. Also ich mache mal einen großen Bruchstrich, einen großen langen Bruchstrich schon mal und schreibe mal unter den großen langen Bruchstrich auf jeden Fall schon mal R1 mal R3 durch R1 plus R3 plus R2. So, und hier oben mache ich auch mal ein Mal und so Klammern. Ja, in die Klammern kommt gleich der Term, hier vorne der blaue Term und hier hinten kommt jetzt auch mal R1 mal R3 durch R1 plus R3. Und hier vorne kommt dieser blaue Term, damit man erkennt, dass das der blaue Term war, schreibe ich den in blau ab. Also da steht halt UQ2 minus UQ1 geteilt durch R1 plus IQ1 minus UQ3 durch R3. Ja, hoffentlich alles richtig abgeschrieben, wird schon passen. So, und jetzt ist halt eigentlich, also nur, wie ich sage, die Elektrotechnik ist lange vorbei, das ist eigentlich nur Mathe rechnen. Wie wir das jetzt geschickt vereinfachen? Eine Idee? Dass wir R1 plus R3 erweitern. Genau, also mit R1 mal R3, R1 plus R3 erweitern, dann fällt das hier und hier weg, hier kommt das mit dazu. Ne? Hier steht dann nochmal R1 plus R3. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal diesen Doppelbruch weg und dann tut sich vielleicht hier auch ein bisschen was, also hier müssen wir noch gucken, das war halt auch eine 3. So, und wenn ich das jetzt auf diese Art und Weise aufschreibe, jetzt nehme ich hier wieder den langen Bruchstrich, also dann bleibt ja unter dem Bruchstrich über, wenn wir das gleich mal ein bisschen ordnen, R1 mal R2 plus R1 mal R3 plus R2 mal R3. Und das sieht schon mal kurz verglichen mit dem, was wir hier haben, schon mal ganz gut aus. R1 mal R2, R2 mal R3, R3 mal R1. Ja. So, über dem Bruchstrich, ich bleibe jetzt mal bei Schwarz, sehen wir, wir haben UQ2 minus UQ1 durch R1 mal R1, kürze ich das R1 weg, aber mal R3 bleibt halt über. Ne? Also UQ2 minus UQ1 und das multipliziert mit dem R3. Dann haben wir plus IQ. Ich glaube, das hier oben, das war nur ein IQ, das war kein IQ1. Kann es sein? Ich glaube, das hieß einfach nur IQ. So, das ist aber multipliziert mit R1 und R3. Und hier hinten kürze ich das R3 weg und es bleibt nur ein UQ3 mal R1 über. So, und das ist jetzt hoffentlich genau das, was wir hier auch haben. UQ2 minus UQ1 mal R3 minus UQ3 mal R1 plus IQ mal R1 mal R3. Das ist genau dieser Term, den wir da haben. So, also können wir hier schon mal Häkchen dahinter, passt nicht mehr, aber ein Häkchen davor machen und sagen, das stimmt. Ja, und jetzt nur der Vollständigkeit halber mache ich das jetzt mal hier unten noch. Also wenn wir jetzt das IQ-Ersatz 3 nehmen und wieder nochmal hier unten einsetzen und jetzt sozusagen mal R1, R3 rechnen. Also dann steht da halt auch UQ2 minus UQ1 geteilt durch R1 plus IQ minus UQ3 geteilt durch R3. Einfach den Term abgeschrieben. So, und das jetzt in Klammern multipliziert mit R1, R3 und R1 oder R1, 3 war R1 mal R3 durch R1 plus R3. Ich lasse das mal jetzt so stehen. Also wir sehen, ne, wir könnten jetzt das hier wieder entsprechend ein bisschen vereinfachen, indem wir da, aber letztendlich habe ich das jetzt einmal eingesetzt. Ja, das IQ und das R1, 3. So. Und das würden wir jetzt ja hier einsetzen und dann halt noch hier durch diesen Teil kürzen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt müsste ich mal gucken. Jetzt hier so ein bisschen runterscrollen. So, also
Ja, das wäre jetzt hier ist gleich. Jetzt mache ich mal das ist gleich hier weg an der Stelle. Ja, mach das mal sozusagen hier drüber hin. So, also jetzt nehmen wir ja das ist, ja, oder ich mache mal so, also das hier, das haben wir jetzt gerade gesagt, das ist das UQ-Ersatz 3. Und das müssen wir jetzt noch teilen durch hier genauso R1,3 plus R2, also durch R1 mal R3 geteilt durch R1 plus R1 plus R3 plus R2. Naja, und dann sehen wir, das ist, glaube ich, genau das Gleiche, was hier oben steht. Ja, also es ist wieder diese blaue Klammer, R1, R3. Also es ist genau der gleiche Term wie hier. Also können wir jetzt sagen, insgesamt, ja, da, Punkt, Punkt, Punkt. Na, also da kommt jetzt halt auch, wenn wir das wieder, das ist genau die gleiche Rechnung, da würde halt genau das gleiche rauskommen wie hier. So, also die Variante hier unten würde natürlich genauso funktionieren. In dieser rote Teil sollte Ja. auch EQ sein oder EQ1? Das sollte auch IQ sein. Ich glaube, das ist ja auch mein Abschreibefehler. Also das ist einfach nur die Quelle, die wir vorhin IQ. Von der wir ausgegangen sind, diese Quelle hier, die ist ja einfach nur IQ. Ja, ich hatte ja hier schon IQ1 genannt, genau. Ja, aber hier steht es noch richtig. Hier steht es mit einem IQ und dann beim Abschreiben auf die zweite Seite habe ich da diesen Fehler reingebaut, dass ich da ein IQ1 rausgemacht habe. Das sollte einfach nur ein IQ sein. So, und das ist jetzt letztendlich die komplette Lösung dieser Aufgabe mit Zweipoltheorie. Also die Idee ist eben, wir können Spannungsquellen, reale Spannungsquellen in reale Stromquellen wandeln. Wenn wir Spannungsquellen in Reihe haben, können wir die zusammenfassen. Wenn wir Stromquellen parallel haben, können wir die zusammenfassen. Das ist sozusagen der Vorteil, den wir nutzen, die Vereinfachung, die wir nutzen. Und dann sieht man, es ist einfach immer nur zusammenrechnen, Sachen zusammenfügen und halt entsprechend vereinfachen, vereinfachen. Damit es funktioniert, muss man natürlich erkennen, was ist zu wem in Reihe, was ist zu wem parallel. Dazu kann es helfen, sich die Schaltung umzuformen. Und man hat halt viele, viele Rechenschritte. Die Rechenschritte für sich sind aber jeweils relativ einfach, weil da ist ja immer nur umwandeln mit ohmschem Gesetz und zusammenfassen mit Maschensatz und Knotensatz. Ja, mehr braucht man nicht. Also das ist wieder. Was macht man, wenn man Netzwerkberechnung macht? Wendet das Ohmsche Gesetz an, man wendet Knotensatz und Maschensatz an. Genau das machen wir jetzt hier halt auch. Man würde sich jetzt das Leben noch deutlich einfacher machen, wenn man halt Zahlenwerte hätte, weil dann würde ja hier einfach immer nur rauskommen, das sind 3 Volt, das nächste sind 5 Ohm, das nächste sind 3 Ampere und was auch immer. Ne? Das ist jetzt hier in dem Fall mathematisch gesehen ein bisschen was komplizierter, weil wir ja überall noch diese Formeln haben. So, das wäre jetzt eine Variante, das mit Zweipoltheorie zu rechnen.